Punkt 4 rufe ich auf. Wahl der Mitglieder für die 16. Bundesversammlung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung wählt der Landtag die auf das Land Hessen entfallenden Mitglieder nach Vorschlagslisten der Fraktionen. Am 30. September 2016 hat die Bundesregierung auf Vorschlag des Bundesinnenministers Thomas de Maizière festgesetzt, dass auf das Land Hessen 45 zu wählende Mitglieder entfallen. Es liegen Ihnen hierzu die Wahlvorschläge der Fraktion der CDU, Drucksache 19/4043, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/4048, Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/4097 neu, Fraktion der FDP, Drucksache 19/4108 sowie der Fraktion der SPD, Drucksache 19/4109 vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Ich habe keinen Antrag vorliegen, dass die Wahl geheim durchgeführt werden soll. Das ist doch bitte, Frau Kollegin Dorn. Herr Präsident, Sie hatten sich versprochen, ich möchte auf Nummer sicher gehen. Also die Drucksache unseres Vorschlags ist 19/4084. Dann wiederhole ich es, Drucksache 19/4084. Okay, vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Meine Damen und Herren, dann können wir also nun offen abstimmen. Zunächst einmal will ich kurz vorprüfen. Ich gehe davon aus, dass bei der CDU alle 47 anwesend sind, bei der SPD alle außer Herrn Kollegen Franz anwesend sind, bei BÜNDNIS 90 die GRÜNEN alle 13 anwesend sind, bei den LINKEN alle 6 anwesend sind, FDP ebenfalls alle 6 anwesend sind und Frau Kollegin Öztürk auch dabei ist. Gut. Dann sind wir also 109 Stimmberechtigte nach meiner Rechnung. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Am Ende werden wir jetzt bei Abstimmung nach Fraktionen aufrufen und dann nach Fraktionen auch entsprechend zählen. So, nach § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten hat jede Abgeordnete eine Stimme. Meine Damen und Herren, wer der Liste der Fraktion der CDU Drucksache 19/4043 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das müssten 47 sein. Danke schön. Darf ich noch einen Kuli haben? Ach, danke schön. Dann rufe ich auf, wer dem Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/4084 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind 13 Abgeordnete. Dann frage ich, wer dem Vorschlag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/4097 zustimmen kann. Den bitte ich auch um das Handzeichen. Das sind 7. Hier steht 6. Ja, 6 plus Frau Öztürk. Das sind 7. Das schaffen wir gerade noch, bis 7 zu zählen. Okay. Das sind 7 abgegebene Stimmen. Wer der Liste der Fraktion der FDP, Drucksache 19/4108 zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind 6 abgegebene Stimmen. Wer enthält sich der Stimme? Keiner. Dann sind das auch in der Summe entsprechend. Du musst zurückblättern, die SPD aus der. Ach, das habe ich schon eingetragen. Das gehört hier oben hin. Also, ja, das ist der Nachteil, wenn es zu spät gekommen ist, ist die Reihenfolge falsch. Ich frage die SPD, wer dem Fraktionsvorschlag der SPD zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind 36. Meine Damen und Herren, damit sind inklusive der Abfrage der Enthaltungen keine alle Stimmen, alle Fraktionslisten abgefragt worden. Demgemäß, aufgrund der Zahlen, die ich festgestellt habe, kann ich bekannt geben, dass neben dem § 4 Absatz 3 des Gesetzes,
Ja, ja. Vorgeschriebenes System nach De Hond. Auf die Listen folgende Zahlen von Mitgliedern des Bundesamtes entfallen. Das müssen Sie vorlesen, das untere. CDU 20, 15. Ja. CDU 20. Ich weiß doch. SPD 15. Grüne 5, Linke 3, FDP 2. CDU-Fraktion 20 Mitglieder der Bundesversammlung. SPD-Fraktion 15 Mitglieder der Bundesversammlung. Fraktion Die Grünen 5 Mitglieder der Bundesversammlung. Fraktion Die Linke 3 Mitglieder der Bundesversammlung. Und die FDP-Fraktion 2 Mitglieder der Bundesversammlung. Meine Damen und Herren, damit sind die Gewählten in der Reihenfolge der Listen gewählt, und die darüber hinausgehenden Abgeordneten sind Ersatzmitglieder. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass den gewählten Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 16. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten ein Schreiben übermittelt wird. Dieses Schreiben enthält die Annahmeerklärung zur Wahl als Mitglied bzw. als Ersatzmitglied der 16. Bundesversammlung. Ich darf Sie bitten, wie Sie auch dem Schreiben entnehmen können, dieses ausgefüllt binnen 2 Tagen an die Kanzlei des Hessischen Landtags zurückzureichen. Die von Ihnen erbetenen Daten sind nach § 4 Absatz 6 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten dem Präsidenten des Bundestages durch die Kanzlei zu ermitteln. Sobald Ihre Annahmeerklärung bei der Kanzlei Eingang ist, erhalten Sie rechtzeitig die entsprechende Unterlage zur Vorbereitung Ihrer Reise nach Berlin. Das ist damit vollzogen. Jetzt musst du die dringliche Antwort noch aufrufen. Ja, ja. Was ist denn das hier? Das war für die geheime Wahl. Das ist erledigt. Meine Damen und Herren, ich habe vorliegen zur Geschäftsordnung einen auf Ihren Plätzen verteilten dringlichen Entschließungsantrag der Bankfraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Einigung auf Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen entlastet Hessen ab 2020 jährlich um mehr als 500 Millionen €, Drucksache 19-4110. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann nehmen wir das auf die Tagesordnung auf, und wir können den Entschließungsantrag als Top 41 behandeln, und er kann, wenn nicht widersprochen wird, mit dem Einzelplan 02 aufgerufen werden. Kein Widerspruch, dann verfahren wir so. Noch haben wir noch einen.